meine lieben Stempelfreunde, ich bin's wieder, Daniela von kreativmachtglücklich.de, und ich wollte heute diese coole Karte mit euch basteln. Das ist nämlich eine Pop-Up-Karte und das ist ein Set aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog. Und zwar nennt sich das Set Hochgefühle, also Stempelset Hochgefühle mit den passenden Tinlets dazu, die nennen sich Achterbahn, und ich finde die so cool. Also das ist das Erste, was ich haben musste. Ich weiß nicht, die einen oder anderen sagen, es ist vielleicht ein bisschen kindlich. Ich finde die total cool, weil ich liebe Pop-Up-Karten. Ich finde das einfach übelst genial. Und ich finde, das ist nicht unbedingt nur für Geburtstag oder Kinder oder so geeignet, sondern ich habe das, glaube ich, auch schon in meinem Auspackvideo gesagt. Ich finde, das passt auch für Hochzeiten oder Jahrestag oder so, einfach zum ganzen Leben. Das ganze Leben ist eine Achterbahn mit den ganzen Höhen und Tiefen, genauso wie eine Ehe. Und dafür finde ich es echt passend. Die Sprüche sind zwar da leider, also ich hätte mir da vielleicht noch ein paar andere Sprüche dazu gewünscht, aber da kann man ja vielleicht sonst ein bisschen improvisieren. Das ist einfach meine Meinung. Ich habe jetzt einfach auch mal eine etwas buntere Variante gemacht. Im Katalog ist sie ganz, ganz bunt gehalten. Ich habe sie jetzt in den Farben Sahara Sand, Himmelblau und Limette gehalten. Das sind diese Farben hier. Finde ich, ja, ich mag einfach total die Pastellfarben und ich fand, irgendwie harmonieren die miteinander. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie man die macht. Ist nämlich ein bisschen, ja, wir brauchen ein bisschen Feingefühl dafür. Zuallererst brauchen wir natürlich unsere Achterbahn. Und ich habe jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet. Wir brauchen eine Grundkarte. Ich hole mal schnell meinen Papierschneider dazu. Die Grundkarte ist bei mir wie immer 14,8 auf 10,5. Das heißt, wir brauchen ein Stück Farbkarton in 21 cm auf 14,8. Hier. Und dann wird das an der langen Seite angelegt und bei 10,5 cm gefalzt, also in der Mitte. Und dann haben wir hier unsere Kartenbasis schon in Savanne in 14,8 auf 10,5. Das legen wir mal beiseite. Jetzt kommt der eigentliche knifflige Teil, denn wir brauchen jetzt ein Stück Farbkarton in 20,6 cm auf 14,2. Blende ich euch hier unten auch nochmal ein, damit ihr das besser lesen könnt. Und legen das jetzt an, wie gesagt, 20,6 auf 14,2. Warum ist das so ein schiefes Maß? Das werde ich euch gleich erklären. Und das Ganze wird jetzt aber auch nochmal bei 10,5 gefalzt. Denn ich habe hier sehr lange rumgedoktert, damit das einigermaßen klappt. Denn ich zeige euch mal kurz hier, ich habe hier irgendwann mal mit Billigpapier gearbeitet. Das Problem ist, das funktioniert alles wunderbar, nur wenn wir die Karte nachher zusammenklappen, habe ich das nie hinbekommen, dass das hier später bündig endet. Ich zeige euch mal die anderen noch. Ist jetzt vielleicht nicht so hochprofessionell, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt leider auch noch keine anderen Videos gesehen. Hier seht ihr das jetzt zum Beispiel, dass es zwar alles super funktioniert, aber ja, hier passt es dann nachher nicht und hier oben nicht. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein schiefes Maß hier gewählt, denn ich habe jetzt einfach auf einer Seite 2 mm, Entschuldigung, dazu. Vor lauter Quatschen weiß ich jetzt aber nicht mehr, welches die längere Seite war. So, das muss ich selber noch mal kurz nachgucken. Wichtig ist es jetzt, dass der längere Teil, sind zwar nur 2 mm, aber der längere Teil mit 2 mm muss unten liegen. Also hier haben wir dann quasi nur 10,3. Und hier haben wir dann die 10,5. Und der Teil muss nach unten. Jetzt hole ich mir mal eine Big Shot dazu. Ach, ich hoffe, ihr seht das. Jetzt muss ich sie wieder so hinstellen. Also, langer Teil nach unten. Und jetzt kommt unser Tinlet hier drauf. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Hier haben wir nämlich solche Markierungen. Da sind auch, wenn man ganz genau hinguckt, so zwei kleine Pfeilchen noch. Das muss laut Stampin' Up. Genau auf die Linie. Ich habe aber festgestellt, dass es besser ist, wenn es minimal über die Linie geht. Wobei, ja, auch dann geht meine Theorie nicht vollständig auf.
Man muss nachher sowieso noch mal einen Teil abschneiden. Wie gesagt, deswegen ist auch bei mir ein Teil ein bisschen länger, damit wir später das noch mal kürzen und anpassen können. Jetzt kurbeln wir das. Die sieht ja wieder mal aus. Entschuldigung. Jetzt kurbeln wir das einmal durch. Und jetzt verrutscht hier alles. Ich kann das doch noch nicht mit links. Moment, ich muss das so machen. So, einmal durchkurbeln. Meine Platten sind auch schon ziemlich verbogen. Big Shot wieder weg. Alles wieder gerade rücken. So. Das nehmen wir mal weg. Und dann haben wir hier schon unsere Achterbahn drauf. Tue ich hier mal weg. So. Und was ich jetzt mache, bevor ich zum interessanten Teil komme, tue ich mir hier den Hintergrund noch bestempeln. Also wer das auch so möchte, mit Wölkchen oder so. Ich habe jetzt hier ein bisschen viel Wölkchen gemacht. Ich möchte jetzt ein bisschen weniger Wölkchen machen. Man kann es zwar auch im Nachhinein noch machen, aber ich finde es einfacher, wenn man jetzt schon im Hintergrund die Wölkchen aufstempelt, bevor wir hier das nachher alles so aufgepoppt haben. Deswegen finde ich es einfacher, wenn man sich das jetzt schon aufstempelt. Einfach im Hintergrund ein paar Wolken, nicht zu viel. So, ich glaube, dann haben wir noch kleinere Wölkchen. Wir haben ein großes Wölkchen und ein kleines Wölkchen. Das wollte ich mir jetzt hier schon mal aufstempeln. Muss jetzt aufpassen, dass es jetzt nicht wieder zu viel werden. So, ich glaube, das reicht schon. Ja, das finde ich okay so. Hier hat man vielleicht noch ein bisschen. Gefällt mir nicht. Die sind irgendwie so identisch. Das ist ja langweilig. Also machen wir es so. Okay, die habe ich mir jetzt auch in Himmelblau aufgestempelt. Jetzt kommen wir zum interessanten, spannenden Teil. Nämlich das Aufpoppen. Also zuallererst mal die Stanzteilchen raus. Die stören uns nur. Und jetzt sieht man ja hier in der Mitte diese Falzlinie, hier durchgehend. Man muss es aber nicht hier falzen, an der Falzlinie, sondern hier unten. Hier. Also das mal in Ruhe lassen. Zuallererst müssen wir aber das hier, jetzt muss ich schon wieder überlegen, das wird so nach außen gefaltet. So, also hier unten sind ja so gestrichelte Linien. Hier müssen wir jetzt einmal entlang. Das ist jetzt eben das Knifflige an dieser Karte. Ich habe am Anfang auch gedacht, juhu, total super, ich muss dieses Set haben. Das erste, was ich gemacht habe, zack, geschnappt, ausgestanzt und dachte, wo ist mein Pop-up-Effekt? Also ich habe da echt, war da echt ein bisschen blauäugig und dachte, juhu, ich stanze das aus, fertig, aus, Ende. Nö, ist noch ein bisschen Arbeit gefragt. Aber sonst wäre es ja langweilig, gell? So, das hier einmal so nach außen geknickt und jetzt wird hier auf der gegenüberliegenden Falzlinie das alles einmal nach unten geknickt. Passt ein bisschen auf mit diesen kleinen Fähnchen hier, dass ihr euch die nicht abknickt. Also das ist jetzt echt ein bisschen Kniffelarbeit. Ich habe da jetzt auch lang rum überlegt, wie man das am besten machen kann. Man kann mit dem Falzbein da ein bisschen dagegen oder vielleicht mit dem Piekser so oder einfach nur ein bisschen mit den Fingernägeln und so mit Gegendruck. So fand ich es dann eigentlich am besten. Also mit Flüsterweiß geht es ja noch, aber wenn man das natürlich mit einem Farbkarton macht, der sehr stabil ist, ist es noch schwieriger. So, einfach ein bisschen nach Gefühl. Lasst euch da auch wirklich ein bisschen Zeit. Ich verrutsche hier wieder schon total. War das Deutsch? Nein. Also lasst euch da wirklich ein bisschen Zeit. So, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal oben. Muss ich wieder überlegen, da wird es jetzt auch wieder so und das nach hinten, genau. Oben geht es dann schon einfacher, finde ich jetzt. Also wenn man unten das schon einigermaßen hat, geht es oben dann leichter. Einfach so von hinten dagegen. So,
und hier jetzt auch einfach wieder so rum. Ich glaube, da muss man erst mal 2, 3 von gemacht haben, bis man ein bisschen den Dreh raus hat. So, und jetzt haben wir hier schon unseren Pop-up-Effekt. Und was ich richtig, richtig cool finde, dass diese kleinen, ich nenne es immer Treppchen, aber das ist ja eigentlich, sind ja eigentlich diese, ich weiß nicht, wie nennt man das, dieses Band von der Bahn, dass die so richtig dreidimensional nachher hochstehen. Das sieht richtig cool aus, also richtig echt, finde ich. Ich bin einfach total begeistert davon. So, und jetzt geht es schon ans Zusammenklappen, denn jetzt kommt der spannende Teil, ob es klappt. Das ist für mich auch immer so, oh je, hat es geklappt. Jetzt wird das nämlich hier nach unten geknickt. So, also wirklich nicht an dieser Falzlinie orientieren, sondern so nach unten klappen. Und jetzt klappe ich mir das, ich versuche das jetzt irgendwie, dass ihr das seht, so um. Ihr seht dann hier, hier unten diese X-e. Ich gehe dann einmal so mit dem Falzbein hier ganz vorsichtig drüber, ohne was kaputt zu machen. Jetzt knicke ich mir das so nach unten. Ganz vorsichtig. So, gehe hier auch nochmal mit dem Falzbein drüber und das gleiche machen wir jetzt hier nochmal in diese Richtung. Ihr merkt ja schon in etwa, wie sich das nachher zusammenklappt. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass wir hier drüben gerade bleiben und ich glaube, es wird schief. So. So, und jetzt seht ihr schon, was ich meine. Ich sollte in der Kamera bleiben. Also hier stimmt das jetzt alles. Es klappt sich wunderbar zusammen, aber unser äußerer Teil, der wird ja später in unsere Grundkarte reingeklebt, der will nicht so. Und da bin ich bis jetzt noch nicht dahinter gekommen, wo da der Fehler ist. Wenn ich jetzt hier an der Falzlinie runterdrücke, funktioniert das hier nicht. Das wölbt sich hier nachher alles. Und knickt dann zusammen. Also das kann so nicht sein. Jetzt tue ich mir das einfach hier oben bündig anlegen. Guck, dass es hier oben bündig stimmt. Zum Reinkleben nachher. So. Und jetzt gehe ich einmal mit dem Falzbein hier so rüber. Und tue mir hier diese Falzlinie quasi, ja, wie soll ich das erklären, umknicken. Also die Falzlinie wäre ja quasi hier und ich tue mir das einmal so umknicken, dass es nachher passt. So. Denn so haut auch der Pop-up-Effekt nachher hin. Vielleicht muss es ja auch einfach so. Ich meine, Pop-up-Karten sind ja eigentlich nie dafür bestimmt, dass man die Karte hundertprozentig aufklappen kann. Da bleibt immer noch so ein kleiner Teil, der sich dann nicht ganz hundertprozentig aufklappen lässt, aber... Mir hat es irgendwie nicht gefallen, vielleicht habe ich es mir einfach anders vorgestellt, aber so bin ich jetzt zufrieden. Und so kann man das nämlich jetzt, wo haben wir die Grundkarte hin, hier ist sie, in unsere Grundkarte reinkleben. Und jetzt kann man hier auch nochmal gucken, ob das jetzt stimmt. Wenn wir das jetzt bündig hier anlegen, stimmt das so ziemlich genau, also... Ihr könnt natürlich, also jetzt wie bei mir hier oben, da stimmt es jetzt auch noch nicht ganz. Da könnte man sich jetzt auch hier vielleicht nochmal so einen Millimeter abhauen, dass es wirklich identisch ist. Ja, ich denke, ich werde mir da nochmal ein kleines Stück abhauen müssen. Aber das ist immer so schwierig, so 1, 2 Millimeter würde ich da jetzt noch wegnehmen. Das mache ich doch jetzt gleich. Also eben, ich habe da ziemlich lang dran rumgefummelt und habe gehofft, dass ich euch hier ein genaues Maß geben kann, ohne dass ihr jetzt irgendwas hier noch weghauen müsst. Aber ich bekomme es nicht hin. Es tut mir leid. So, jetzt tue ich hier minimal das noch weg. Und ich wette, ich habe zu wenig weggemacht. Nein, es passt. Ich bin zufrieden. So, was wir jetzt machen, denn diese, wie gesagt, diese Falzlinien hier, die sieht man ja immer noch. Das gefällt mir nicht. Ich mache hier mal ein bisschen Ordnung. Und damit das nachher jetzt auch wirklich so richtig toll aussieht, wie hier, habe ich mir jetzt das Ganze nochmal, also ohne es nachher in der Mitte zu falzen, einfach ganz normal auf Champagnerfolie ausgestanzt.
Die Champagnerfolie im Übrigen, die ist ja im Herbst-Winter-Katalog, aber der läuft ja nun aus. Diese Folie wird aber übernommen. Das heißt, ihr könnt die Champagnerfolie weiterhin bestellen. Ihr müsst da auch keine Bestellnummer raussuchen oder so. Wenn ihr die bestellen möchtet, schickt mir das einfach. Ich suche euch die Bestellnummer dann raus, denn ihr findet die halt momentan in keinem Katalog. Es sei denn, ihr habt den Herbst-Winter-Katalog noch, aber die ist nicht im Katalog drin. Ihr könnt es aber weiterhin bestellen, weil es eben auf der Liste der übernommenen Produkte ist. Ich weiß nicht, wie lange sie erhältlich sein wird. Ich weiß nicht, ob die dann in den Hauptkatalog kommt. Das entscheidet sich dann so kurz vor knapp. Genau, und jetzt tue ich mir einfach das hier mal ausschneiden. Quatsch immer so viel. So, und jetzt tue ich mir das. Also ich habe da jetzt lange hin und her überlegt. Ja, ich tue es mir bündig hier abschneiden. Also nicht erschrecken, wenn eure Xe jetzt hier unten, ich nenne es immer Xe, wenn die jetzt hier so auseinanderflappen. Das ist vollkommen in Ordnung so. Und wenn hier noch so ein Eckchen ist, das schneide ich mir dann auch weg. Das wird dann einfach zurechtgeschnitten und nochmal vorne drauf geklebt. Und dann finde ich, hat es zum einen die Stabilität. Dadurch haben wir den richtig tollen Pop-up-Effekt. Wenn man hier nochmal was drauf klebt, es hebt sich auch einfach nochmal farblich ab. Ja, und ich finde es einfach sowieso total stark. Genau, und jetzt schneiden wir das, da muss man auch wieder aufpassen mit dem Fähnchen hier. Einmal direkt hier an diesen Linien hier schneiden wir das ab. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr es vielleicht ein bisschen unterhalb der Linie schneidet, damit man, ja, sonst sieht man dieses Zackige noch ein bisschen. Wobei ich glaube, so arg fällt das später auch gar nicht auf. Na, einmal schneiden. So, muss kurz einen Cut machen, Entschuldigung. So, und jetzt wird das hier genauso zugeschnitten, auch hier wieder an der Linie entlang. Also man kann es auch einfach erstmal grob abschneiden und dann einfach nochmal, weil jetzt sieht man natürlich diese Zacken hier und dann kann man sich das danach auch nochmal schöner zurechtschneiden. Oder ihr schneidet es gerade so, wie ihr wollt. So. Und das gleiche hier oben einfach auch noch mal an der Linie hier abschneiden und dann haben wir es auch schon. So. Jetzt haben wir diese beiden Teile hier und das wird jetzt, also wir können uns das jetzt ruhig noch mal so platt drücken. Also man rein theoretisch wäre es einfacher, wenn man das auch am Anfang macht, bevor man das hier alles knickt und faltet. Aber ist halt dann ärgerlich, wenn man später merkt, dass es irgendwo nicht stimmt. Und dann hat man es schon reingeklebt. So, und jetzt klebe ich mir das einfach noch schön oben drauf. Und das hat jetzt natürlich einen viel cooleren Effekt. Jetzt können wir das eigentlich schon einkleben. Und dazu muss man jetzt natürlich noch mal ein bisschen aufpassen. Ich mache es so, dass ich mir jetzt erstmal den unteren Teil einklebe und dann den Rest, dass das auch alles schön passt. So. Und
muss man jetzt natürlich gucken, dass das hier auch funktioniert. Das hat geklappt. So, und jetzt klebe ich mir einfach noch hier hinten den hinteren Teil ein. So. Und tada! Ja, ich sehe jetzt, es ist bei mir jetzt doch noch mal ein Stück hochgerutscht, aber naja. Ich glaube, das kann ich verkraften. Ich bin da auch manchmal ein bisschen sehr perfektionistisch, aber vor allem, wenn man dann ein Video drüber macht und das anderen noch zeigt, finde ich, soll es halt schon perfekt sein. Aber ich glaube, das ist schon okay so. So, und jetzt tun wir es einfach nur noch ausdekorieren. Das ist jetzt eigentlich das, was auch noch mal ein bisschen Arbeit erfordert. Ich habe mir dazu jetzt... Mal gucken, ich habe die natürlich alle schon vorgestempelt und vorgestanzt. Entschuldigung, ich muss schon wieder einen Cut machen. Ich verschluck mich ständig, ich muss die ganze Zeit husten. Ich habe einen Frosch im Hals, ich weiß nicht, was los ist heute. Ich habe mir hier auf jeden Fall diesen Spruch auf ins Vergnügen noch in Himmelblau aufgestempelt. Ja, einfach ein schmaler Streifen. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Der hat ja so 1,3 cm. Und dann habe ich mir einfach hinten dran auch nochmal so eine Mattung gemacht, weil ich das einfach ein bisschen schöner finde. Vorne eingeschnitten, ihr könnt auch die Fähnchenstanze nehmen. Das tue ich mir jetzt auch eben mal noch aufkleben. Ich tue hier auch jetzt nicht mehr mit Dimensionals arbeiten, weil sonst wird das Ganze zu dick. Und so, ich habe mich jetzt gerade tierisch aufgeregt, weil bei dem Schlagwort... die Karte wird dann zu hoch, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja unbedingt Magnete noch einbauen wollte. Also bevor ihr jetzt natürlich das einklebt, ich blende euch das vorher noch ein, dass ihr das Video weiterschaut. Bevor ihr das Ganze hier reinklebt, denkt dran, dass ihr auf dem Grundkarton drunter die Magnete befestigt. Ich muss jetzt einfach improvisieren, deswegen mache ich es jetzt einfach so, dass ich mir... Muss mal kurz gucken, so in etwa mittig. Also das soll ja nicht mit unserer Bahn hier in die Quere kommen, aber ich setze mir jetzt einfach hier so ein Magnet. Ich habe auch nur noch ein selbstklebendes, was mir gar nicht gefällt. Die habe ich nämlich überhaupt nicht gern, die, wo ich selbst, die heben auch nicht so gut. Ich hoffe, das hält auch. Wie gesagt, die Magnete hier, die habe ich gar nicht gern. Aber es hilft ja jetzt alles nichts. So, und jetzt kommt hier die Sonne drüber. Finde ich jetzt eigentlich noch süßer als Wölkchen. Jo. Und hier mache ich jetzt einfach so ein bisschen dieses Gras hier in den Hintergrund. Dazu nehme ich mir Dimensionals an den Seiten. So, hier kommt jetzt auch noch mal Kleber drauf. Und dann hoffe ich mal, dass das hält. So. Und jetzt wird hier einfach drumherum dekoriert. Ich hoffe jetzt, dass das Magnet, ich weiß nicht, soll ich noch trocknen lassen. Aber jetzt, ja, finde ich das einfach schöner. Das wählt sich hier auch so ein bisschen komisch, aber ja. Ja, es hält. Juhu! Jetzt habe ich mir diese Wägelchen, die sind übrigens auch Savanne. Und hier diese Geschenke habe ich in Limette aufgestempelt und ausgestanzt. Das tue ich mir einfach hier so, dass das so ein bisschen hinten dran ist. Na, das war ein bisschen zu hoch. Kommt jetzt dieses Geschenk. Oh Gott, seht ihr das überhaupt? Das ist so winzig. So, kommt das jetzt da so drauf. Und das mache ich jetzt mit allen Vieren. Und jetzt tue ich mir die mit Dimensionals aufkleben. Also die oberen, die könnte man, muss ich gerade mal, da habe ich das letzte Mal schon gerätselt, welche Dimensionals da besser geeignet sind. Also die oberen kann man mit normalen Dimensionals aufkleben. Die unteren, da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen aufpassen. Das Geschenk hier bleibt so. Und das habe ich jetzt einfach so hier noch drauf.
Dann fährt das Wägelchen hier runter. Und genau, ich wollte euch das noch schnell zeigen mit den unteren. Also man kann es natürlich auch mit Tombow aufkleben. Wobei ich finde, dass dieser 3D-Effekt natürlich besser aussieht. Die Wägelchen, die sollen ja nicht da hinten sein, sondern die sollen ja schon auf der Bahn fahren. Deswegen finde ich es mit der Menschen jetzt schon am besten. Tue ich mir hier auch nochmal das Geschenkchen drauf. Jetzt nehme ich mir ein Mini-Dimensional. So, und hier müsst ihr jetzt einfach aufpassen, dass ihr das Dimensional so anbringt, dass es später, wenn ihr die Karte zusammenklappt, nicht hier hinten an eurem Farbkarton festklebt. Also ich habe deswegen, wo habe ich es denn, ziemlich weit hier unten. Hier so mittig. Und dann auch lieber nochmal testen. Nicht, dass das hier hinten dann festklebt, aber das ist sehr gut so. Das Geschenk nochmal zurechtrücken. Und dann habe ich mir das so hier drauf. Ja, da muss man auch noch ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht noch unten rausguckt. Und da haben wir schon unsere Wägelchen drauf. Jetzt wird es eigentlich wirklich nur noch ausdekoriert. Ich habe mir jetzt hier mal diesen Wagen hier genommen. Den habe ich mir jetzt auch mit Savanne aufgestempelt. Und jetzt unseren Aufleger, wie gesagt, 13,2 auf 8,9 cm. Da hatte ich mir jetzt einfach noch diese Bahn hier genommen. Everything changes. Das kommt jetzt noch auf unsere Mattung drauf. 14,2 auf 9,9, wie gesagt. Einmal hier drauf. Ich habe hier extra mal ein bisschen breiteren Rahmen gelassen. Und wieso ist mein Gras hier schon wieder schief? Okay, das war's. Ich krieg's nicht mehr gerade. Hier ist sie. Und das kommt jetzt einfach noch auf unsere Karte drauf. Und dann ist sie auch schon fertig. So, und fertig ist unsere Pop-Up-Karte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Hier haben wir nochmal die Variante in Himmelblau. Mir gefällt es in Savanne jetzt sogar noch besser. Also ich finde es ein super tolles Stempelset. Ich zeige es euch hier nochmal. Ja, also die Bahn ist natürlich sowieso der Kracher durch den Pop-Up-Effekt. Aber ihr könnt es auch noch wunderbar verzieren mit den kleinen Wimpeln, Fähnchen. Hier kann man auch den kleinen Eiswagen hier noch ausstanzen. Also es ist eigentlich zu allem eine Stanze dabei. Die beiden gehören nicht hier rein. Ich weiß gar nicht, wo die hingehören. Also das sind die Tindlets dazu. Stempelset, also ein wunderschönes Set. Ich würde es euch nur ans Herz legen, euch das zu besorgen. Ich finde es total super und ich finde es, wie gesagt, auch überhaupt nicht kindlich. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt kreativ, eure Daniela.